herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ghost in the Wildlands. Hier beim Flughafen auf dem Salzsee mit Kokain. Und ja, ich würde sagen, wir legen los, ne? Und einem überforderten Reaper. 3, 2, 1, so schnell konnte ich gar nicht drücken. Ja. So, wir sind hier, um den Fluglotsen zu verhören. Die haben ja illegale Schmugglerflüge und sonst was gemacht und der weiß Bescheid. Ist die Frage, ist der Fluglotse auch im Tower oder treibt er sich auf dem Gelände rum? Nee, der steht da oben. Tower, ne? Naja, wenn du von uns guckst, siehst du einen einzelnen Typen da oben im Turm sitzen. Das muss der sein. Ja, stimmt. Ich habe eine zu niedrige Position, den sehe ich gerade nicht. Aber das heißt, wir könnten uns eventuell von hinten anschleichen. Da ist einer im Häuschen, den ich sehe. Kann man den erledigen? Der im Häuschen erstmal ja, die zwei kommen noch in die Richtung. Ich weiß nicht, wie weit die geht. Und ich weiß nicht, ob die eins wirklich alleine ist. Ich kann halt mit der Drohne nicht gucken. Oh, warte, bei der zwei ist noch eine Person. Weil ich sehe halt die eins alleine. Ich bin jetzt hinter Wanda. Also Vorsicht, die 3 kommt noch mit in die Richtung. Könnte vielleicht zu nah dran sein. Ja. Entweder wartet ihr ab, bis sie wieder abhaut, oder ihr macht beide. Das Problem ist, neben der 3 ist auch noch eine unmarkierte Person. Ja. Die sehe ich nicht keine... von hier aus, leider. Ja. Das ist ungünstig. Eine kleine Gruppe Tango. Wagen mit montierter Waffe. Die 1 würde das wahrscheinlich mitbekommen. Dann warten wir, bis die 3 abzieht. Okay. Ich pack die Drohne aus. Die Wichser stören die Drohne, krieg kein Signal. Ah! Sache an. Ich wollte doch gar nicht runter. Egal, dann krieche ich zu einem Stein. 3 ist mittlerweile weg. Ja. Was ist mit dem Unmarkierten? Ich sehe ihn leider nicht. Der ist auch weg gerade. Okay, dann die 1 ausschalten. Okay. Ist erledigt. 3 hat das nicht gemerkt. Die 3 und der Unmarkierte, die schaltet ihr am besten zusammen aus. Okay. Ich sehe den Unmarkierten und die... Da? Ja, ich sehe beide. Da drin Bewegung. Wir müssen gleich handeln. Ich könnte beide jetzt ausschalten. Ich habe auch einen. Ich habe den Nummerkürten. Ich auch, ja. Okay, Ripper, hast du den. Hast du die 3? Ja. Bewegen sich wieder. Wenn möglich ausschalten. Ansonsten noch eine Patrouille abwarten. Drohne fliegt. Jetzt, ich sehe nicht mehr. Sind unscharf. Ja. Die Drohne wird gestört. Er ist gerade. Hat sich gerade gebückt. Habt ihr den Unmarkierten? Nein. Negativ, nicht in Sicht. Der ist in einer Sand. Ich jetzt wieder. Jetzt. Hab ihn. Das war knapp. Die 2 kommt in die Richtung. Die muss am besten ausgeschaltet werden, bevor er die Leichen sieht. Vielleicht nicht unbedingt da. Du hast gesagt, die muss ausgeschaltet werden, habe ich getan. Bevor er die Leichen sieht, bedeutet, lass ihn noch ein Stück kommen. Er liegt jetzt direkt beim Hangar. Wenn wir den Lotsen holen müssen, ist die Frage, ob wir beim Tower hinten über eine Mauer gehen können. Warte mal, ich versuche mal was mit der Drohne. Wann wird... Den Berg hoch, ne? Sie wird gestört. Das ist eine gute Idee, aber Kaktus. Verdammt. Oh, kleiner grüner Kaktus, Was? Ich habe zumindest von unserer jetzigen Position aus einiges an Mauern gesehen. Vielleicht noch mit Stacheldraht fast. Aufpassen, ja. Da könnte man sonst leicht gesehen werden. Keine Möglichkeit. Ich sehe hier weiter ein Stück. Da sind einige Bleche. Vorsicht, ja, nein, überall rechts. Stacheldraht. Die sehen uns nicht, die rechts. Ja. Zu hoch.
Da könnten wir höchstens von drinnen wieder rauskommen. Aber so sparen wir uns auf jeden Fall den Weg durch das Lager, ne? Das ist schon mal gut. Ja, viel Zeit und vor allem Munition. Seid ihr links rum an der Wand lang gegangen? Negativ, ja. Rechts rum. Also gegen Uhrzeigersinn. Links rum ist auch nicht gut, weil da ist noch eine Person. Container vor uns. Mhm. Eventueller Einstiegspunkt. Positiv, ja. Haben Einstiegspunkt gefunden. Okay, sehr gut. Hier ist auch das Drohnenstörgerät. Vorsichtig hier sein. Oh mein Gott. Stopp. Ja, bin hin. Ich geh wieder raus. In diesem Backsteingebäude ist auch eine Person. Reaper ist bei uns. Jo. Du meinst das Backsteingebäude links? Rechts. Das rechts, Mist. Da ist einer reingegangen. Kann Stopp. Leider absolut nichts helfen. Ich weiß halt nicht, ob der alleine ist, ne? Das ist so ein Risiko. Vorsicht! Lass ihn vorbei. Wenn der sich umdreht, war das mit vorbei. Die Drohne wird gestört. Kann man eventuell noch warten, schauen, wie er sich bewegt. Dass er eine Kehrtwende macht. Linkes Gebäude, zweite Wache. Ja, ich gehe hier hinter den Steinhaufen. Bei der 1 ist eine Dreiergruppe. Nicht, dass sie euch gefährlich werden kann. Die hatten wir vor uns schon mal gesehen, aber ist die Frage, ob das wieder eine Kehrtwende machen und die hochkommen. Okay, an der Mauer links, Endo, könntest du relativ sicher vorbei. Also wenn du also am Kriechen da vorbeiläufst. Seid ihr denn auch bei der 1 oder noch ein Stück weiter? Wir sind schon im Gelände. Deutlich weiter. Drohnengerät funktioniert. Was? Okay. Drohnengerät außer Gefecht. Drohnengerät funktioniert. Eieiei. Overwatch, kurze Info. Wie viele Alarmtürme haben wir im Gelände? Den einen bei uns oder noch mehr? Ich sehe keinen auf Anhieb. Okay, dann... 10 ist Ziel, da. Was auch manchmal gestört. Kurze Positionsangabe. Ich bin am Fuße des Turms in östlicher Seite. In der Nähe der 2? Oder noch? Nein, noch weiter. In diesem Gebäude in der Nähe der 2, zwischen 2 und 1 neben dem Alarmgebäude befinde ich mich. Siehst du, 2 Unmarkierte sind auf meiner Position. Muss schießen! Die hat mich oft gemerkt. Shit. Okay, also ihr seid bei der Mauer. Laute Schüsse, glaube ich. Negativ, hatte Schalter. Ist doch. Ja. Nein. Der Scharf. Ich bin allerdings im Tower. Shit, ich wurde vom Heli bemerkt. Quédate quieto. Lassen Sie mich! Reaper, kannst du den Heli runterholen? Ich glaube, dem geht's auch nicht mehr so gut. Shit. Mann, du bist beim Fluglotsen. Ich bin beim Fluglotsen. Hier ist eine sichere Blase. Moment, ich versuche mal den Fluglotsen nutzen lassen, ob er sich bewegt. Oh, so sicher ist die Blase nicht. Shit. Okay. Nachbargebäude, da ist jemand von uns drin. Moment. Ich bewege mich hier nur mit der Drohne voran. Navo? Nachbargebäude. Oh mein Gott. Das kann ja alles sein. Da. Okay, ich habe Reaper. Scheiße. Wie wär's, wenn du mir das nächste Mal Deckung gibst? Okay, Reaper? Ich glaube, Overwatch ist auch down, aber ja. Ich stehe direkt unter Feuer. Ich bin mir ziemlich sicher. Weißt du, wo Endo lag? Negativ. Okay. Ich habe nicht mal mitgekriegt, dass er down war. Okay. Dann versuche ich ihn zu finden. Du musst mich irgendwie hier das Gebiet sichern. Ich habe Schwierigkeiten. Okay. Warte, halt Position. Ja, ich bleibe in diesem Turm. Wo könnte Endo sein? Ich brauche deinen Herzschlag.
sein. Überall. Was ist denn hier der fucking Eingang zu deinem Turm, ey? Bei dem Containergebäude ist so eine Treppe. Gefunden, bin auf dem Weg. Ja. Wenn du mir es da einfach absicherst, dass mir hier nichts passiert, dann... Puh, bin da. Oh, du liegst im Weg. Enno, hast du es geschafft? Nein. Oh mein Gott. Lass mich mal durch, vielleicht kann ich durch die Fenster die Hubschrauber ausschalten. Ja, Hubschrauber ist vielleicht hier im Treppenhaus gar nicht das Problem. Das Problem ist eher... Ja, aber für die anderen, die draußen sind. Oh Mann, die kann überall sein. Ah, ich habe Enno gesehen. Scheiße. Man hat meine Drohne allerdings auch wieder gesehen. Aber ich weiß zumindest, wo er ist. Gegenüber von uns befindet sich ein Geschützturm. Ja, wie gesagt, ich bleib hier nur im Treppenhaus. Wenn das sicher ist, dann bin ich glücklich. Ich flieg jetzt schnell zu Enno und hol ihn mir. Vielen Dank. Okay, Enno, weißt du, wo Navo ist? Negativ. Okay, dann versuche ich sie irgendwie zu finden. Letzte bekannte Position war der Sicherheitsturm. Was ist der Sicherheitsturm? Ja, da wo ich vorhin drauf stand. Ah, okay. Ich versuch's. Wieder gesehen. Letzte bekannte Position, ich weiß nicht, sie kann auch die Position verändert haben. Boah, hier. Meine innere Stimme sagt mir allerdings, dass sie sich nicht mehr dort befindet, sondern in der Nähe von uns. Ah, ich sehe sie. Oh mein Gott, an der Außenmauer vom... Danke. Oh, danke. Kontrollturm. Okay, jetzt müssen wir hier absichern. Mist. Alle am Leben, komm, oder? Komm, nachladen. Okay, scheiße. Ich kann von hier oben nicht das schießen, das Enno? Ist das Problem. Enno müsste bei uns, bei euch im Turm sein, ja. Und im Turm? Im Arm. Ja, der liegt direkt hier vorne, warte. Das merke ich. Danke. Da kommt plötzlich komm die Treppe rein. Hoch. Komm rein. Shit. Ich stehe unter Beschuss, weiter an der Mauer lang. Moment. Drohne ist bereit. Du warst Außenmauer, glaube ich. Ja. Oh, danke schön. Das hätte mich nicht erwischt. Okay, wie heiß ist das draußen noch? Ja, heiß. Ziemlich heiß. Meine Drohne macht sich auf den Weg zum Schützturm rüber. Wir haben Unidad-Problem, weil die Santa Blanca mit Unidad kämpfen. Oh nein. Der Schützturm sollte frei sein. Bin jetzt auf Höhe von Drohnenstörgerät. Ja, ich beobachte dich, falls da irgendwas passiert, dann. Okay, die größte Gefahr, die wir jetzt noch haben könnten, wären Drohnen. Wären. Hubschrauber. Mörser. Nein, Mörser meine ich, genau. Okay. Wir brauchen eigentlich ein Fluchtfahrzeug, weil Heli ist auch zu gefährlich. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Starte Drohne. Oh Mann. T1 ist noch unten im Haus. Da war auf den Treppen vom Geschützturm auch noch einer, der ist wieder runtergegangen. Genau, die drei. Nummer 3 ist ein Unidad. Da kommt auch ein Unidad-Fahrzeug, ein gepanzertes. Rash, leg dich schlafen. Ja, genau das. 3 ist das Fahrzeug. Nimm die Drohne, sprenge das Fahrzeug. Noch stehen sie am Fahrzeug. Jo, sehr gut. Okay. Brauchst du deine Drohne nicht für sowas zu verwenden? Dafür habe ich meine Granate. Okay. Okay, weitere Vorgehensweise. Vorsicht, die 1, ja. Ja. Die könnte sehr gefährlich werden. Sehr gut. Da kommen immer mehr Unidad. Müssen wir den Lotsen eigentlich rausführen? Ja. Hier direkt am Turm ist ein Polizei, also sind zwei Polizeifahrzeuge. Können wir den nicht direkt hier verhören? Nee, ich kann versuchen, den zu verhören eigentlich. Warum habe ich das noch nicht getan? Oh. Por favor, ¿qué quiere? ¿Es de Santa Blanca? ¿Unidad? Was wollen Sie? Sie arbeiten mit Boston Reed zusammen.
Streiten es Sie kommen sich Leute ab. Angelaufen. Das tut doch nur weh. Da bien, wie Sie wollen. Ich will wissen, was er macht. Wohin fliegt er am häufigsten? In Media Luna, pues. Östlich von hier, nach Osten. Da ist eine Landebahn im Busch, die er beliefert. Wenn ein Jefe Ritter einen Käufer treffen will, schicke ich einen Code und dann kommt der Käufer zum Flugfeld in Media Luna. Der Käufer trifft ihn am Flugfeld, um die Ladung abzuholen. Herr mit dem Code. Und zeigen Sie mir den Rechner, von dem Sie ihn schicken. Está bien, hier ist er. Okay. Raus hier. Shit, bin getroffen. Wir sollen die Mitteilung an den Kunden senden. Auch oben im Turm. Der Tango ist hin. Oh. Ich fahre. Jetzt bin ich geflohen schon. Also das für die Sprengbrunnen dort unten? Oh, nur meine Granaten regeln das schon. Solange ich noch welche habe. Ja, sein trotzdem. Weißt du, wie hartnäckig Uli das sein kann? Boah. Kurz gesendet. Jetzt müssen wir zum Flugfeld. Den konnte meine vom Piloten. Ich habe eine andere Idee. Eine der Kisten da draußen dürfte aufgetankt sein. Smart. Reeds Leute schießen uns nicht ab und der Käufer erkennt uns nicht. Wer hat die meiste Flugerfahrung? Vorsicht, Heli. Das war ja dann wohl Enno. Ja. Heli. Ja, das war's mit dem Heli. Okay, okay, okay. Ja, wir sollen das Flugzeug stehen. Wie gesagt, hier sind zwei Polizeifahrzeuge. Der Mündungsfeuer war noch weg vom Flugfeld. Richtung Hangar, genau. Erwischt. Der schläft. Soll ich schon mal losfahren? Oh nee, ich will selbst fahren. Ich mag die Dinger. Ja, ich sag ja, hier sind zwei. Enno musst du noch mitnehmen. Achtung, da kommt ein Unidad. Okay, du musst mir jetzt sagen, wo Shit. Lang, ne? Weil hier sind auch Gegner. Ja, nach links zu den Gegnern. Ja, wunderbar. Dann schön hier um die Kurve. Oh. Ach, auf das Flugfeld, ne? Ja, möglichst geradeaus da zu dem letzten, also zu dem ganz linken. Oh mein Gott, Flugzeug, das große! Ne, ganz links im Hangar. Wird doch im Hangar? Ne, jetzt rechts. Oh. Genau, oh mein Gott! Die schießen aufs Flugzeug! Nicht dein Ernst. Nicht daneben parken. Das ist schlecht fürs Flugzeug. Ich mach mal hier ein bisschen Drive-By. Warte, geh weg von dem Flugzeug. Bring mal den Vogel zum Starten. Moment. Ennos Aufgabe. Ja, keine Ahnung, wie das geht. Ich schlag ein. Rüber, du hältst ja auch durch, oder? Das. Im Moment halte ich noch ein bisschen durch. Bring den Vogel zum Starten, sodass ich dazu steigen kann. Oh! Mein Auto liegt auf dem Arsch. Du kannst in der Wüste zusteigen. Hier ist übrigens eine ganze Menge. Ich hab hier einen Flieger, ich nehm den. Okay. Hier ist eine ganze Menge Flugsicherung, ne? Ja, das ist das Problem. Das heißt Tiefflug. Ja. Müssen wir dann ganz hin. Okay, Osten. Sind wir halbwegs gut unterwegs, ja. Jo. Warum war unterwegs denn noch? Es sind keine weiteren Flugabwehrgeschütze. Ja, unterwegs dürfte auf jeden Fall noch eins sein. Niedrigfliegen, das haben wir aus der einen Mission geschafft. Mhm. Gelernt. Oha! Reaper weiter Osten. Nach Osten? Ja. Reaper einen kleinen Ticken Richtung Norden, aber wirklich nur in Mühe und Enno ein bisschen dafür Richtung Süden. Bei mir ist gerade das Problem, dass ich noch Raketen am Arsch habe. Okay. Dann fliegst du so. Nach Osten eigentlich, aber auch noch Mühe nach unten quasi, also nach Süden. Und nach leicht Südost. Genau. Ungefähr. Ja, weiter Richtung Landzunge und daran vorbei quasi. Ah, ich sehe den Flughafen, glaube ich, direkt vor uns. 105? Nee, der ist es nicht. Oh. Ein Stückchen weiter hinten noch. Ist. Oh. Ich war da fast relativ ungünstig. Die Richtung ist schon mal nicht schlecht. Vor uns müsste irgendwo so ein großes Plateau sein. Na, relativ
groß. Ein bisschen nach rechts vielleicht. Das ist leicht gesagt. Ich werde hier dauernd auch fast. Was dir. Oh mein. Ganz ruhig. Gott. Oh, ich höre es piepen. Nein, Sinkflug, die treffen uns nicht. Vielleicht den Fluss entlang? Du kannst der Straße folgen, gleich links abbiegen quasi. Sag mal, ist hier nicht der. Gesprochen, Navi? Warte, Reaper, wir haben hier gerade ein bisschen eine Situation. Hallo, aber. So. Ja. Oh. Du musst weiter Richtung Norden, wenn es geht. Also, am besten jetzt der Bergkette nach rechts folgen. Also, links meine ich, Entschuldigung. Und jetzt Richtung Norden den Berg hoch. Das wird mit den ganzen Helis hier ein Problem. Gott, das ist... Ja, noch ein bisschen nach links, dann oben auf dem Berg müssen wir landen. Hier jetzt links oben auf dem Berg müsste irgendwo eine Landebahn sein. Ah ja, südwestlich, Richtung, ja, links hinter dir. Ganz oben auf dem Berg quasi hier. Wendeflug und... Ah, ich sehe sie. Winkel. Halt, wenden. Komm, der Vogel hält das durch. Ah, komm. Oh mein Gott. Und den Typen auch mitgenommen. Sehr Hauptsache, gut. Wir haben es geschafft. Halt auf die Kette von dem. Nicht. Was für ein Flug. Aber ehrlich. Die Flug. Ja, nicht um die Gasterklasse. Aber trotzdem. Alter Falter. Okay. Reaper, wo bist du? Ich brauch erstmal einen Red Bull. Ups. Und eine Zigarette. Oh, hier liegt eine Auszeichnung. Die Sicarios werden sie vermissen. Und den haben wir ja nicht schon mehr als genug. Wo ist hier eine Auszeichnung? Hier vorne am Flughafen. Oh, da hinten sind noch Gegner. Sieht eine kleine Gruppe Tangos. Ja. Na wo? Da kommen wir uns gleich. Drum war nur. Ja. Ach da. Also wenn das nicht mal knapp war. Ja. Raucht auch ganz gut das Ding. Ja. Hat ein paar Treffer abgekriegt, das gute Stück. Okay. Ich werde mal markieren. Ja, wer noch? Wir kennen eine kleine Gruppe. Ich sehe den Käufer. Auf die Schusslinie achten. Wir brauchen den Drecksack lebend. Die Drohne ist unterwegs. Okay, den Kunden brauchen wir lebend. Ja gut, der lässt sich ja leicht erkennen. Jo, zwischen 1 und 2 für alle, die es noch nicht gesehen haben. So, also den Käufer darf ich jetzt schießen, ne? Mhm. Zwischen 2 und 3 ist noch ein unmarkierter... Hab ich den Visier? Mhm. Ansonsten hat jeder einen im Visier? Ja. Ja. Semi. Negativ. Unmarkierter ist hier noch im LKW verschwunden. Ja, wir warten, bis sie wieder rauskommen. Dafür habe ich jetzt 4 im Visier. Ich habe den unmarkierten theoretisch. Welchen hast du, Reaper? 3 unmarkiert, 1 oder 2. Dann nimm die 3. Ich kann's mir aussuchen. Jo. Ich erkenne eine kleine Gruppe. Okay, dann Feuer. Okay, ich mach EMP aufs Auto. Ja. Nicht auf den Typen schießen. Ich glaube, das waren alle, ne? Ja, Junge. Dein Arsch gehört uns. Oh, ja.
komm, wie war das nochmal? Bitte ziehen. Ach so. Pero por favor, no me lastime. Ich bin Geschäftsmann. Boston Greed, wo ist er? Ich weiß es nicht, okay? Alles geschieht über Mittelsmänner. Ich bestelle was, er liefert und das war's. Was denn bestellen? Menschen, okay? Männer, Frauen und so. Was passiert mit diesen Leuten? Hängt davon ab, die Mädchen enden als Sexsklaven. Die Männer arbeiten. Einigen entnehmen sie einfach nur die Organe. Wissen Sie, was eine Niere wert ist? Heilige Scheiße, zahlen Sie bar? Normal, ja. Ganze scheiß Koffer voll. Normal? Hatte letztens ein Problem. Eine Einbestellung und ich hatte nicht genug Bares. Ich musste den Rest auf Ritz' Konto überweisen. Der Hurensohn war sauer. Aber was soll ich machen? Ich brauche den Namen der Bank und die Kontonummer. Sicher, ja. Ich schreib's auf. Dann lass ich mich, ja? Das Bild setzt sich langsam zusammen. Ich lade die Bankdaten an Bowman hoch. Damit und mit den Dörfern, die Reeds Leute im Visier haben, sollten sich solide Hinweise ergeben. Aha. Aha. So, für den scheiß Kerl jetzt erschießen. Du kannst doch greifen und niederschlagen, wenn du willst. Ich glaube, das wäre riskant. Ne, also theoretisch sind wir doch durch mit dem aufs. Ja. Wir haben doch alle Daten. Ich denke auch, wir brauchen ihn nicht mehr. Oh, das war die Kniescheibe. Ich glaube, dass wir eine Spur zu Reed haben. Ja, bitte? Ich habe die Videoaufzeichnung aus Reeds Bank mit mutmaßlichen Menschenhändlern aus den genannten Dörfern abgeglichen. Wir haben zwei Treffer. Die Brüder Carlos und Hernando Guerrero. Alias Los Enterradores. Die Leichenbestatter? Üble Burschen. Sie zerren die Leute direkt aus ihren Betten. Wenn nur die Hälfte von dem wahr ist, was die einen haben, sind das beschissene Monster. Sicher, dass sie für Reed arbeiten? Sie haben Geld von dem Konto abgehoben, das sie mir genannt haben. Wo finde ich die Arschlöcher? Ihre Handys werden gerade geortet. Warten Sie auf die Koordinaten. Mhm. Sollen wir uns ein Flugzeug? Der Typ wollte nicht tanzen. Flugzeug nehmen? Ja, da ist er da hinten direkt. Carlos Handy. Ich schicke Ihnen seinen Standort. Sie klingen so, als wäre das schlecht. Carlos ist das dumme Kind. Wahrscheinlich hat sein Bruder Hernando alles über Reed. Wir müssen Carlos finden und ihm zu seinem Bruder folgen. Aber seien Sie vorsichtig. Wenn Carlos etwas merkt, wird er Hernando irgendwie warnen. Dann schnappen wir ihn nie. Schon klar. Wir bleiben unsichtbar. Oh nein, wir müssen unsichtbar sein. Hier stehen nur wir Bäume. Ja, ja. Also, wo sind sie denn? Da sind sie. Osten. Westen, Entschuldigung. Rechts-Links-Schwäche. Wohl eher Himmelsrichtungsschwäche, ne? Rechts-Links ist was anderes. Ist das Gleiche. Alte Flugabwehr. Oh, die Richtung ist perfekt, immer schön geradeaus. Hey! Das Flussbett und diesen Canyon kenne ich. Oh nein! Immer diese Flashbacks. Oh, fuck! Sorry! Oh, hier ist was! Oh, guck mal, hier glitzert was. Verdammt. Die Festkarte habe ich übersehen. Sag mal. Das finde ich gemein. Das glitzert und das ist nicht schön. Jetzt kommen wir da echt nicht dran. Moment. Ach, komm, wir sehen uns in der Hölle. Das muss doch nicht so ausgepackt werden. Ja, aber der Flieger muss hier weg. Ah. Hat geklappt. Den Rebellen, dass sie es holen können. Gute Arbeit. Sagst du ihnen nächstes Mal, sollen sie sich selbst versorgen? Vielleicht sollten wir uns einen Hubschrauber mit der mit Uran gefüllt ist holen. Ich glaube, dann kann man hier gut lang fliegen. Bald sollte mal der Schirm aufgehen. Reißleine ziehen! Oh oh. Oh oh. Ah! Oh Gott! Da hat den Fallschirm nicht geöffnet. Ah! Ich habe meinen genau an der Wasseroberfläche geöffnet. Ach Mann, Mann, ist das nicht. Warte, seid ihr halbwegs unten?
Muss ich euch einsammeln? Nee. Oder? Warte da. Ich höre hier einen Dumm. Meiner hat nicht mal die Animation gemacht, den Fallschirm öffnen zu wollen. Hattest du den überhaupt dabei? Den habe ich wahrscheinlich im Mappen vergessen, ja. Aber da ist er. Ich glaube, wir sollten. Ah, ne, das bin ich. Schuss abwärts. Oh. Oder was sagt ihr? Liegt hier nicht noch irgendwo ein Enno rum oder ist der mittlerweile wieder da? Nee, bin ich nicht. Wo bist du denn? Sag mal eben, bevor wir dich hier. Oben auf der Felskante noch. Okay. Ich kann nicht gleich respawnen. Ich glaube, ich bin so ganz in der Nähe. Vielen Dank. Ja, ich spawne ein. Also ich komm zurück. Ich lass mich neu absetzen. Naja, relativ. Hier ist ein Flügel. Okay. Also wenn du oben irgendwo bist, Enno, dann bleib lieber oben. Weil unten ist Kacke. Also wir müssen ja eh wieder nach Kuani. Da würde ich jetzt gucken, dass wir den Star halt jetzt irgendwo importen und fertig. Ja. Okay. Ja, Kuani, Charlie. Hm? Hab ich nicht. Wo ist denn Charlie? Die rechte Seite von Kuani. Nahe der Grenze zum Medialune. Ich hoffe, das ist richtig. Was? Ja, irgendeiner mit Tarnung ist hier. Ich gebe zu erst, dass ich hab das nicht. Wir sind südlich von dir, wann war? Ich muss erstmal. Wenn du Richtung Südwesten dich bewegst auf der Straße, dann können wir da irgendwie wohl zusammenfinden. Südwesten. Oh Gott. Wo ist der denn? Ach, da oben ist er nur das. Hab ich ja gesagt. Seid ihr beide in dem Auto? Ja, ja, in den Sportwagen gefahren. Okay. Enno, machst du Navi? Na klar, rüber andere Richtung. Das war aber nicht. Ja, das Ding ist halt eine Hüpfdohle. Rechts. 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 Ich darf diese Autos auch nie ganz haben, ne? Links über die Bahnschiene. Oh mein Gott. Banwart, du musst jetzt rechts, also. Gut. Besser ist es, da kommst du auf die befestigte Straße. Mhm. Ja. Reaper links. Und gleich rechts, nicht den kleinen Weg, sondern den jetzt. Und genau hier ist das Ziel. Ah, sieht doch fast aus wie ein Dreck. Oh, ich bin zu früh abgekommen. Wo muss ich denn hin? Man sieht wieder richtig, wer fährt. Das da war jetzt gerade ein Name. Ich bin das mit dem Kaktus. Und wann war kommt jetzt gerade durch die Prärie? Nee, na, wo ist das, die durch die Prärie kam? Das war gerade noch so beigerascht. Oh. Ist nicht dein Ernst. Meine 12-jährige Tochter könnte den verprügeln. Verschrecken wir ihn nicht. Wir halten. Achso, wir sollen unsichtbar sein, ne? Nur zur Erinnerung. Unsichtbar. Was macht das Flugzeug da hinten? Was
Das ist ein Flugzeug. Guck mal, die Richtung rechts an den Gebäuden vorbei. Sie begehen Sex. Ist ja also Geschlechtsverkehr. Und so, liebe Zuschauer, entstehen Papierflugzeuge. Lol, und das spawnt dann auf einmal irgendwas. What the fuck? Das Spiel ist zum Glück bugfrei. Ja, total. Okay, zurück zur Was haben wir denn? Ich hab Carlos gerade gesehen. Carlos, und wir folgen ihm so, dass er uns nicht bemerkt. Ah. Okay, alle in ein Auto. Er steigt auch gerade in ein Auto ein. Oh. Ja, wir folgen ihm. Ich stehe hier. Und er sieht uns nicht. Oh. Ja, mich aber gleich. Er überfährt dich gleich. Ich hoffe, wir haben genug Sprit. Leute? Wir wurden bemerkt. Scheiße. Übrigens. Ich wusste ja nicht, wie weit ich lehnen durfte. Ich stand direkt vor dem Typen. Ja gut, Speicherkarte und so, können wir das mal eben machen. In der Mission? Ja. Cliffhanger und so. Cliffhanger. So, was du mit deinem Effizienzwahnsinn. Ja. Weißt du, wie lange ich immer brauche für eine 40-Minuten-Folge, um die hochzuladen? Über eine Stunde. Ja, du lädst ja nichts hoch, musst ja nie rumheulen. Das war gemein, das war mit dem Herz. Diesen macht er einfach. Also wir müssen den ja jetzt sowieso erstmal wieder da finden und dem dann hinterherfahren, also von daher. Schritt 1, Auto suchen. Können wir auch eben abmoderieren. Und eine neue Folge starten. Das müsst ihr klären. Hab bei den Rebellen ein Fahrzeug bestellt. Also ich bin für, jetzt. Dann passt jetzt. Oh. Tschüss. Genau. Tschüss.